Songbird, bist du da? Wie wir in Status? Wir beide sind noch am Leben. Okay. Geh zu dem leeren Gebäude in der... Elizabeth Kress, schon klar. Ich bin nicht senil. Da kann man gut untertauchen. Keine Wärmesignaturen. Steht also leer. Niemand da. Und jetzt Bewegung. Hab Songbird dran. Ihr geht's gut. Und sie hat für uns ein Safehouse gefunden. Songbird. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Aber sie landet immer auf den Füßen. Ihr beide hattet irres Glück. Oh. Vielleicht dank dir. Was für ein verfickter Albtraum. Meine Leute sind tot. Alle. Wegen mir. Jetzt mach mal halblang. Hansen hat sie umgebracht. Nicht du. Das denkst du? Du ahnst ja nicht, welches Ausmaß das hat. Wir wurden gehackt. Also hatte Hansen Hilfe. Aus Washington. Die NUSA-Regierung weiß zweifellos von dem Absturz. Die haben die Landung in Doctown über die Satelliten verfolgt. Es sei denn, die Sache ist noch viel komplizierter. Hansen verbreitet garantiert schon seine Propaganda. Da bin ich mir sicher. Dann können unsere Leute erst recht nicht über die Grenze. Ich kann niemandem trauen. Ich sollte... Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe schon. Aber denk dran, dass ich auch noch da bin. Du? Und Songbird. Wir holen dich aus der Scheiße raus. Danke, Vee. Wir halten uns an den Plan. Danach sehen wir weiter. Warte mal. Verdammt. Wenn Hansen jemanden in Washington hat, können die mich überall, jederzeit finden. Ich habe einen subdermalen Tracker. Der muss sofort raus. Er steckt direkt neben einer Arterie. Ich brauche deine Hilfe. Die Präsidentin hat einen Tracker? Weird. Sicherheitsmaßnahme. Falls ich aus dem Weißen Haus ausbreche und mir die Nacht um die Ohren schlage, hilfst du mir? Okay, aber das wird scheiße wehtun. Schmerzen sind angeblich bloß eine Frage der Einstellung. Was heißt, sie lassen sich unterdrücken? Schwachsinn, wenn du mich fragst. Aber wir haben keine Wahl. Schneid los. Hältst du das aus? Hab ich eine Wahl? Gut, dann ruhig atmen. Moment, ist das... Drohne, beeil dich! Das war knapp. Wie? Ich bin da. Genau rechtzeitig. Alles noch dran? Vorerst. Ob so bleibt, ist eine andere Frage. Ihr müsst ganz nach oben. Ich melde mich später. Ich hab Songbird dran. Sie sagt, wir sollen höher klettern. Geh vor. Ist schließlich deine Stadt. Köter sind euch auf der Ferse. Beeilt euch. Los jetzt, gib Gas.
Frag unseren Schutzengel, ob sie diesen Aufzug in Gang setzen kann. Alles okay bei dir? Wo bist du gerade? Nicht in einem kühlen, gemütlichen Eisbad. Was ich jetzt nicht dafür gäbe. Aber ich bin in der Nähe. Musste nur ein Nest zum Verstecken finden. Der Aufzug braucht etwas Runner-Magie-Song. Bin schon dran. Oh, oh. Sorry, V. Meine Magie reicht hier nicht. Wir brauchen Strom. In der Nähe gibt es einen Wartungsschacht mit einem Sicherungskasten. Folge dem Gerüst. Ich muss das Licht wieder anknipsen. Bin gleich wieder da. Okay, ich warte so lange hier. Fährt wieder. Meinst du, das klappt? Was, wenn wir stecken bleiben? Das finden wir gleich raus. Wir befinden uns in einem fahrenden Aufzug in einem total verlassenen Hotel. Meinst du nicht, dass das auffällt? Überlassen wir den analytischen Teil Songbird. Die kleinen Scheißteile sind unruhig und haben empfindliche Sensoren. Wenn die uns entdecken, wird's schnell ungemütlich. Präsidentin und Drohnenflüsterin? Tja, manche Sachen lernt man einfach in der Armee. Es gibt nur einen todsicheren Weg an diesem Modell vorbei. Mit Geschwindigkeit. Todsicher klingt verstörend. Rennen ist kaum ein Plan. Aber sonst fällt mir nichts ein. Links von dir. Ferngesteuert. Wenn ich eingreife, verrate ich, wo ihr seid. Das wollen wir ja nicht. Im Restaurant ist ein Subnet-Zugangspunkt. Wenn du dich verlinkst, kann ich da feindliche Signale fälschen. Die werden die Drohnen ablenken. Machbar. Wir sollten uns an denen vorbeischleichen. Mehrere Patrouillen. Dann mal los.
bin auf einer Radiofrequenz. Könnt ihr mich gut hören? Laut und deutlich, Somi. Verrätst du mir mal, was hier für ein Scheiß abgeht? Wir müssen uns an den Plan halten. Elizabeth Crest Street, das ist weiterhin euer Ziel. Auf den Straßen ist zu viel Luft. Zum ersten Mal hier. Geht mir genauso. Und ich komme nie wieder, wenn ich nicht muss. Wie eine Art Museum. Das Museum des Wunschdenkens, wo die Reichen mit unerfüllten Träumen gehandelt haben. Das Gebäude sieht noch echt gut aus, zumindest für Dogtown. Schon seltsam, oder? Vielleicht hat Hansen neue reiche Idioten gefunden. Trödel doch nicht so. Ein vergoldetes Monument für ein gewisses aufgeblasenes Ego. Ha, das sagt ja die Richtige. Verdammt. Gibt's keinen anderen Weg? Songbird, Problem. Kriegst du die Tür auf? Moment. Das Schloss klemmt. Ihr müsst die selbst aufbekommen, wie... Krempel die Ärmel hoch. Nicht notwendig. 3, 2, 1. Okay. Geht zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Sieht nach einem von Hansens Warenlagern aus. Wir müssen zum Aufzug. Andere Seite des Raums. Lass uns keine Zeit verschwenden. Okay, mal sehen. Wie? Hörst du das? Shit, die Wichser haben uns eingeholt. Songbird? Hey, schlechte Neuigkeiten. Hansens Köter haben euch gefunden. Die sind gleich da. Wahrscheinlich wurdet ihr draußen gesehen. Macht euch bereit. Was jetzt? Ich habe eine Überraschung für unsere Gäste. Muss nur noch was anpassen. Feind in Reichweite! Beschäftigt sie bitte kurz, okay? Keine Gefangenen! Wir müssen die beschäftigen. Song hat einen Plan. Ja! Ich falle! Die kriegen mich nicht! Schwere Geschütze!
haben, Songbird! Bist du dabei? Halte durch. Er ist bewaffnet! Passiert! Scheiße, was ist da los, wie? Weiß nicht, Song hat einen Anfall oder so. Nein!
Stirbst mir heute nicht! Oh. Nein, wohl nicht. Okay, gut. Ist es zerstört? Nach dem Sturz, ja. Wir hatten Glück. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Scheißteil!